Mein Name ist Raoul Krauthausen und ich bin ein relativ spontaner Mensch. Ich mache viele Dienstreisen, treffe mich gern mit Freunden, gehe gern ins Kino und mit Assistenz ist das möglich. Aber das könnte sich bald ändern. Denn mit dem geplanten Teilhabegesetz will die Bundesregierung behinderten Menschen viele Rechte nehmen. Das könnte bedeuten, dass ich meinen Wohnort nicht mehr frei wählen kann und mir ein Heimplatz zugewiesen wird. Und es kann jeden treffen. 90% aller Behinderungen passieren im Laufe des Lebens, ob durch Unfall oder Krankheit. Im Heim wäre die Pflege von behinderten Menschen natürlich kostengünstiger. Schließlich teilt man sich ja die gleichen Pflegerinnen und Pfleger. Aber die Selbstbestimmung wird dadurch sehr reduziert. Man muss sich nach den Dienstplänen des Personals richten, muss warten, bis die Pflegerin oder Pfleger für einen Zeit haben. Und man kann nicht entscheiden, wer von ihnen einen wobei versorgt. Zu entscheiden, wann man ins Bett geht und wann man aufstehen möchte, ist nahezu unmöglich. Und auch die Essensauswahl ist extrem eingeschränkt. Das zu kochen, worauf man Appetit hat, wenn man dabei Unterstützung braucht, geht nicht. Und auch Freizeitaktivitäten, wenn man dabei jemanden braucht, der einen begleitet, ist schwierig. Spontan sich mit Freunden zu treffen oder ins Kino gehen, passt einfach nicht in klassische Dienstpläne von Heimen. Mit Assistenz wäre das möglich. Mein momentanes Leben ist dank professioneller Assistenz selbstbestimmt. Ich kann entscheiden, wer mich in meinem Alltag begleitet. Die Dienstpläne werden nach meinen Bedürfnissen gestaltet. Ich bestimme, was ich wann mache und mit wem. Das verstehen wir von Ability Watch unter selbstbestimmten Leben. Wir wollen nicht in krankenhausartigen Strukturen leben müssen. Wir wollen selber entscheiden, wer uns wobei unterstützt und mit wem wir zusammen wohnen.